Eins, zwei, drei. Welcome to Capture the Games Germany. Maurice ist am Start. Ich bin wieder an der Konsole. Jawohl. Dieses Mal aber in FIFA 2015. Und ich dachte mir nur so, ja, hin und wieder mal kann man ein FIFA Let's Play machen, also eine FIFA-Runde. Vielleicht auch irgendwann mal nur Gameplays oder so. Wollen wir mal gucken. Aber das Spiel Dortmund gegen Ingolstadt, das muss ich einfach mal simulieren. Das ist jetzt Sonntag 15:30 Uhr, heute ist Mittwoch. Und ja, heute kann man mal das Video aufnehmen dafür. Und dann kommt das auf jeden Fall am Sonntag online. Und dann kann man sehen, wie ich denke, ich meine nicht, wie Dortmund spielen wird am Sonntag. Ja, zu viel Geplapper wie immer. Aber ist ja egal. Legen wir mal los. Okay. Aber ich glaube, das kriege ich hin. Jawohl! Der war wundervoll. Den kriege ich noch besser hin. Mann! Geile Wand. Ja, wird das heute noch was? Danke. Scheißspiel. Hallo und willkommen zum heutigen Freundschaftsspiel. Mein Name ist Manni Breukmann. Neben mir, wie immer, Frank Buschi Buschmann. Und heute heißt es also FC Ingolstadt Oh, 04 Buschi. gegen Borussia Dortmund. Oh, 04, das kann doch nur schief gehen. Ich glaube, ich mach das Spiel mal ein bisschen leiser. Ja, so. Leiter der Partie, Heiner Schnitti. So, jetzt ist natürlich Rätsel-Time. Wer ist wer, ne? Borussia Dortmund, BVB 09, Borussia Dortmund, BVB. Da, 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 da. Und da ich Anfänger bin, habe ich das mal nicht auf Anfänger gestellt, sondern auf Amateur. Vielleicht ein bisschen spannender. Huch. Wo ging der denn hin? Ja, ich lasse auch nichts anbrennen. Ich bin ja auch nicht in der Küche. Gib mir den Ball. Gib mir den Ball. Gib mir den Ball. Gib mir den Ball. Hi. Gib mir den Ball. Nein. Jetzt. Gib mir den Ball. Ja, komm, nimm ihn dir. Jawohl. Ja, schön. Was macht ihr? Ja. Ah! Ja, warte mal, rechts ist Lupfen und links ist Schießen, oder wie war das nochmal? Oh, ich sollte mal öfter spielen. Mann. Ja, da war doch Schießen. Warte mal, kann ich die Steuerung ändern, ey? Sonst ich rasten aus. Da. Da. Ich glaube, erweitert muss ich nehmen. Mal gucken, ob er das jetzt übernommen hat. Gib mir den Ball.
Das sieht aus wie Training. Perfekt. Jetzt wird es toll, wie er das macht. Nein! Mann! So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert. Hätte ja klappen können. Hat's aber nicht. Meine Güte. Hat der seine komischen Pfoten noch dazwischen? Ja. Ja. Schönes Ding aber auch. Schön. Schön. Na, wer war's? War's wirklich Kagawa oder war's der Reus? Reus natürlich. Jawohl. Und so wird Sonntag auch laufen. Schön, Punkte für Dortmund. Jupp, schön, schönes Ding. Total unrealistisch, aber schönes Ding. Jawohl. Das Runde ins Eckige, Jungs. Das Runde ins Eckige. So. Gib mir den Ball. Ja. Nein, gib mir den. Ich will den haben. Gib mir. Ich will den haben. Whee! Da sollte der eigentlich nicht hin. Pascal Groß. Matthew Lecky. Jetzt hat er den Platz, den er braucht. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Ah, was hat das denn? Naja, egal. Egal. Ja. Ja, viel zu lange in der Luft. Da. Gib mir den her. Moin. Und hier der Abwehrspieler. Ey, ne. Eigentlich müsste er jetzt über die linke Seite gehen. Ja, komm, komm, komm. Oh, jetzt kommt der Keeper raus. Guck mal, der bleibt nicht mal im Tor. Ist das Manuel Neuer? Ja, er gibt einen Wurf. Hat gut funktioniert. Ja. Ey, was war... Da musst du ja kämpfen um den Ball. Dann hast du ihn auch. Was war das denn? Ja, kämpfen. Hm. Ja. Ich glaube, das kriege ich irgendwie hin. Ja, genau so. Was hat der denn wieder? Gib mir den Ball. Nein! Ja, so will ich den auch nicht haben. Ich sehe schon, ey, das... Das gibt einen härteren Rage Mode als Trouble in Terrorist Tor mit Bene. Oh. Weg. Jawohl. Gib mir den Ball. Ja, nein. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Hätte doch mal einer drauf da. Jetzt die Möglichkeit zur Flanke. Mkhitaryan. Gündogan. Sofort abgezogen. Nein, wie ging der denn? Ja, aber so kann ey, der ging ja mal scheiße, ey. Ich meine bescheiden. Bescheiden auf jeden Fall.
Sehr bescheiden, um ehrlich zu sein. Ah. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Jetzt müsste er flanken. Flanke fliegt in den 16er. Und die Flanke landet genau bei einem Abwehrspieler. In der heutigen Partie erwartet uns Borussia Dortmund. Die sind nicht nur sportlich Nein! sondern haben auch oh, Knall weg. Wird schon irgendwie funktionieren. Überall auf der Welt Fans, doch gerade bei Ereignissen wie dem Derby gegen S04 befindet sich halb Dortmund im Stadion, um die Jungs anzufeuern. Na, ganz so groß ist es nicht. Gündogan. Kagawa. Aber er tut's nicht. Bender. Geht er rein? Wow. Die Zuschauer, die haben den Ball schon drin gesehen. Wo ging der denn hin? Ja, den habe ich auch schon drin gesehen. Nicht. Einfach nicht. Ich habe hier die totale Wie geht's? So, jetzt können wir uns diese klasse Möglichkeit von eben noch Sven mal Bender. Was hat denn? Was? Was? Wo? Ne. 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 Kauf dir eine Brille. Jo. Hm. Alles klar. Mein Zehennagel war anscheinend im Abseits. Kann mal vorkommen. Muss aber nicht. WTF. Was war das denn? Ich gebe dir jetzt einen Kuss und dann liegen wir auch zusammen auf dem Boden. Ja. 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 Das sieht gut aus. Und? Also den habe ich ehrlich gesagt schon drin gesehen. Mann. Alle Zweikämpfe. 1, 2, 3, 4, alle gewonnen. Aber den letzten gegen den Torhüter. Und das ist in diesem Moment der Entscheidende. Den verliert er. Ja. Meine Güte, ey. Kann der? Jawohl. Gut mitgespielt. Ja, finde ich auch. Gib mir den Ball. Gib mir den Ball. Gib mir den Ball. Nein, 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 nein. Will er mich verarschen? Gib mir den Ball. Du gibst mir den Ball. Danke. Und der Schiri nimmt mir ab. Geil ist das denn? Gib mir den... Jawohl! Halbzeit! Knappe Führung. Finde ich gut. Gefällt mir. Wer hat auf den Dackel getreten? Ich bin dir lieb. Zuschauer sind erwartungsfroh, die zweite Halbzeit läuft. Jetzt ist er und ganz so oh, was ein Kuschelschuss. Oh, wie süß. Nicht, 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 nicht. Bender, Zweikampf um den Ballbesitz. Nein! Och man! Pascal Groß. Ja, wisst ihr auf jeden Fall Bescheid Sonntag, wie Dortmund spielen wird. Stefan Lex. Professionell natürlich. Nein, nein, nein! Aber hey, eigentlich hasse ich ja FIFA, aber pff. Man kann es ja mal spielen. Hau ab! Boah.
Oh, jetzt ist mein Herz aber kurz stehen geblieben, ey. Guckt euch das an. Oh, schön. So eine Scheiße aber auch. So, Wein. Hau raus damit. So, ich denke mal, ihr werdet gleich in den Parten noch hören. So, Wein. Da wusste er überhaupt nicht mehr, was er so machen sollte in dieser Situation. Da hat er den Ball einfach ins Ausgespielt. Das frühe Stören, es hat sich gelohnt. Schon im Mittelfeld sind sie wieder im Ballbesitz. Mkhitaryan. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird denn? Das Heimteam wechseln. Das Heimteam kommt aber nicht zum Wechsel, weil der geht jetzt rein. Boah, was habe ich gesagt? Zählt der? Der zählt! Jawohl! 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. So, welche Schnuckichirn war das jetzt? Oh, Ilkay Gündogan! Jawohl! Sollte ich öfters sagen, dass der jetzt reingeht? Funktioniert anscheinend. Na, der war leider zu schwach, aber man hat es ja mal versuchen können, ne? Wisst ihr Bescheid? So, warte mal. Konzentration hier. Gib mir den Ball. Danke. Der war ein Stückel, der zu weit. Nein. Nicht dran vorbeirennen. Moin. Gib mir den Ball. Das war eine klasse Flanke, aber das Reaktionsvermögen des Gegenspielers noch besser. Jo, hat er recht. Nicht. Gib mir den. Roger. Stefan Lex. Er steht viel zu weit weg vom Gegner. Jetzt wird es brenzlig. Ey, zählt der? Ey, das war doch mal Herbst der Abseits. Aber der zählt. Oh ja, FIFA, ich liebe dich. So, jetzt können wir unseren Treffer nochmal betrachten. Diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen. Schönes Ding. Schönes Ding. Mega unrealistisch, aber schönes Ding. Ich meine, ihr könnt mich gerne berichtigen, wenn das anders aussieht. Aber in meinen Augen war das Herbst abseits und er hat es ja, durchgehen lassen. Um das umzubiegen, da musst du schon ein Meisterbieger sein. Eine klare Führung für den Gegner. Ich weiß nicht, aber ich finde, so einen Ehrentreffer könnten wir dem mal gönnen, ne? So, jetzt wird gleich gewechselt bei den Hausherren. Ach, da ist doch der Ehrentreffer. Ja, okay, ich sollte die Schwierigkeit mal ein bisschen höher stellen. Aber könnte auch am Gegner liegen, weil ich meine, Ingolstadt ist jetzt halt nicht so erste Liga, ne? Champions League. Wenn man gerade von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen ist, ne? Ja. Wieder. Gündogan. Die Fans haben nichts anderes als einen Sieg erwartet. Und genau das und noch ein bisschen mehr lösen ihre Spieler. Oh, 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 oh. Auftritt der Gastgeber, das ach, Mann. Oh, cool, danke, Ball. Nein, ich gib mir den.
Soll ich den denn mal gönnen? Ich würde den gerne mal gönnen. Einfach aus Prinzip. Komm, nimm ihn mir ab. Na komm. Es wird wohl gewechselt bei der Heimmannschaft. Sie müssen nur die nächste Spielpause abwarten. Na komm. Los, auf. Mach ihn rein. Ui. Es muss Einwurf geben. Ui. Ja. Können auch mal wechseln, ne? Wer ist denn hier am meisten ausgepowert? Oh, ein Krampel rein. Oh, mal den hier. Keine große Überraschung mehr, Richie. Überhaupt nicht, Buddy. Das war einfach nicht sein Spiel. Er konnte überhaupt nicht helfen, die Auswechslung vollkommen nachvollziehen. Gündogan, wundervoll gespielt. Geh mal raus. Machen wir den Krampel rein. Der krempelt jetzt alles um hier. Verdammt. Bitch. Flachwitz. Da hat er Abseits gepfiffen. Was? Boah, wie früh, ey. Und mit früh meine ich spät. Gib mir den Ball. Hummels. Ist das dein Ernst? Ich wollte schon sagen, ey. Es gibt nur Abstoß. Also, wisst ihr Bescheid? Sonntag Dortmund-Ingolstadt 4-0, also 0-4. Weidenfeller 0 Paraden. Ja, die kam ja noch nicht bis zum Tor vor, ne? Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam. Könnte man ja mal machen, aber so schlau sind die, glaube ich, nicht. Ja, was habe ich gesagt? Ich muss nicht mal einen Knopf drücken. Die rennt schon gegen meinen Fuß. Zwei kamen vom den Ballbesitz. Nein, zu weit rechts. Hätte ja klappen können. Und da unten steht schon einer bereit, der gleich in die Partie kommen wird. Na, wer kommt? Na, wer kommt? Moritz Hartmann. Da, schön. Das können die doch immer gut, hör mal. Letzten 3 Minuten herauszögern, damit wir gewinnen. So muss das aber auch. Können die Schalke auch ganz gut. So. Nein. Riskantes Tackling, aber es ist gut gegangen. Bender. Ja, nein, ja. Jawohl. Okay, das klang jetzt mega komisch. Aber der ging rein, fand ich gut. Wee, guckt euch den an. Wee, und da ist er drin. Da drunter ins Eckige Sven Bender. Schönes Ding, 90. Jetzt können wir pfeifen. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt können wir pfeifen. Es ist nicht mehr lang zu spielen. Das sieht nicht gut aus. Ja. Die Mannschaft im Anstoß gerade.
Gib mir den mal. Gib mir den Ball. Schönes Ding. Five. Mann. Däumchen drehen, wir sind immer am Däumchen drehen. Was sollen wir sonst machen beim Training? Jawohl! Alles klar, Freunde. 26 Minuten, sagt Elgato. So, das war jetzt das Spiel. Ich denke mal, Sonntag wird es nicht 5-0 ausgehen. Ich hoffe es aber. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich so getippt habe. Ich mache mir hier immer Notizen. Wir können mal kurz nachgucken. Ich habe 3-1 für Dortmund getippt. Na, sind wir mal gespannt, was Donnerstag so... Donnerstag so gibt. Nee, Sonntag. Was laber ich mit Donnerstag? Naja, Sonntag. Sonntag wird cool. Also, wir sehen uns auf jeden Fall in einem der anderen Videos von mir. Oder zusammen mit dem Bene. Oder in den nächsten FIFA-Video. Schreibt auf jeden Fall unten rein, was bei euch so abgeht und wie ihr das Video so fandet. Und ja,